Yummy Baduya, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar haben viele von euch uns gefragt, wie das mit dem Handschuh apportieren bei Mitch funktioniert, beziehungsweise wie er das gelernt hat. Wir haben uns deswegen überlegt, euch zu erklären, wie Mitch das beigebracht bekommen hat. Demnach macht es natürlich keinen Sinn, Mitch zu nehmen, weil der kann es ja schon. Also haben wir uns für Joey entschieden, weil der hat tatsächlich noch gar nichts mit Handschuhe apportieren oder irgendwas gemacht. Dass ich mich für einen Handschuh entschieden habe, hat eigentlich auch keine Bewandtnis. Ich hatte ursprünglich mal so ein schönes Spielzeug extra für Pferde, wo immer eine Seite in der Luft liegt, sodass das Pferd es immer gut greifen kann. Aber das muss man natürlich da haben, wenn man damit arbeiten möchte. Und da es bei mir immer relativ spontan ist, zu entscheiden, okay, ich mache jetzt heute das oder jenes, Handschuhe habe ich immer hier. Jetzt habe ich hier meinen Handschuh, bin natürlich bewaffnet mit vielen Leckerchen. Es kommt einem sehr entgegen, wenn man ein Pferd hat, der generell irgendwo gerne reinbeißt, alles annölt. Joey ist so ein Typ, der, wie man sieht, leckt sofort an mir rum, der klaut sich irgendwelche Gärten, die auf dem Boden liegen. Und deswegen machen wir das Ganze mit dem Handschuh. Zuerst brauchen wir ein Wort, dass unser Pferd weiß, was er tun soll. Bei meinen Pferden zum Beispiel ist es Nims. Das heißt, ich halte ihm jetzt erstmal den Handschuh hin und sage Nims. Nims, mach es ein bisschen spannend. Prima, super. Belohne ihn jetzt das erste Mal schon dafür, dass er es berührt hat. Jetzt muss er ein bisschen überlegen, dass der Handschuh das Spannende ist und nicht das Leckerchen in der Hand. Nims. Nö, da kannst du noch so süß gucken. Fein, super. Das heißt, er bekommt das Leckerchen jetzt erstmal immer dafür, dass er den Handschuh anstupst. Das Leckerchen habe ich auch bewusst in der Hand, und zwar als Ablenkung, dass er sich bewusst gegen das Leckerchen und für den Handschuh entscheidet. Nimmst. Das kann ich natürlich nur bei verspielten Pferden machen, weil wenn ich da ein relativ entspanntes, ernstes Pferd habe, der nimmt mir das krumm und verliert einfach die Motivation. Nimm's. Super, fein. Alternativ, statt mit einem Lobwort geht es natürlich auch mit einem Klicker. Jetzt hat er schon mal verstanden, es geht um den Handschuh, und jetzt versuche ich ihn dazu zu animieren, ein bisschen mehr damit zu machen. Prima. Nimm's. Fein. Super. Ja. Nimm's. Ja, super. Anlecken ist da auch ein guter Anfang. Nimm's. Fein. Fein. Super. Ja, prima. Klasse. Da hat er jetzt das erste Mal reingebissen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Fein. Fein. Super. Prima. Da kann ich ihn natürlich auch einfach so ein bisschen mit den Handschuhspitzen kitzeln, um ihn da einfach so ein bisschen interessierter dran zu kriegen. Fein, super. Jetzt gibt es eine kurze Pause für Joey und gleich geht's weiter. Weil wichtig ist natürlich, dass wir auch das Pferd nicht überfordern, und jetzt ist sein Kopf gerade so voll, dass er eigentlich gar nicht mehr hier ist. Das heißt, er hat jetzt einen kurzen Moment Ruhe und dann sehen wir uns sofort wieder. So, nach der kleinen Pause gehe ich ein bisschen auf Risiko und habe den Handschuh jetzt einfach mal hingelegt. Nimm's. Fein, super, gut, klasse, prima. Sehr schön, lob ihn einfach die ganze Zeit, solange er an dem Handschuh dran ist. Fein. Das war nicht der Plan. Ey. Fein. Ja, super, prima. Fein, super, klasse, prima. Nimm's. Fein, super, klasse, danke schön. So, das war doch ein guter Abschluss für die erste Einheit. Joey ist ein Pferd, der relativ bemüht ist und relativ viel versucht und dadurch auch relativ lange durchhält. Die erste Einheit, gerade mit sowas, was Spaß ist, würde ich immer sehr kurz halten, damit das Pferd einfach nicht frustriert dabei wird, sondern motiviert bleibt. Und
positiv da rausgeht. Das heißt, wenn es zum ersten Mal nur so weit klappt, dass das Pferd den Handschuh anstupst, mega gut. Wenn das, wie gerade der Fall ist, und Joey es einmal einen Moment länger hält, wie cool, dann bin ich total happy darüber. Ich habe jetzt gerade dann auch schnell Danke gesagt. Das wird nämlich später das Kommando fürs Loslassen. Und genau, tausche das dann direkt schnell gegen ein Leckerchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, ein Abo und eine aktivierte Glocke. Und wenn ihr einen Teil 2 sehen wollt, wie es weitergeht, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, denkt immer dran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Fein! Nein! Oh Mann! Warum musst du denn mal drauf treten? Komm her, Chef! Hier, guck mal! Prima! Ich glaube, da hat jemand die Aufgabe falsch verstanden.